Hannover hebt ab. Pünktlich zum Herbst hieß es am vergangenen Wochenende wieder Leinen los für alle kleinen und großen Drachenfreunde in und um Hannover. Die allmähende Fläche auf dem Kronsberg verwandelte sich dabei in eine bunte Spielwiese, auf der man Drachen in den unterschiedlichsten Kreationen bewundern konnte. Der Drachenclub Hannover hebt ab e.V. und Freunde des Vereins präsentierten ein vielfältiges Programm rund um das Thema. Wir haben eine Bonbonfähre, die kommt immer sehr gut an. Ein paar Kisten Bonbons im Hintergrund, im Schatten drapiert, damit sie uns nicht wegschmelzen. Und das ist immer ganz toll für die Kinder, wenn dann so aus 50 Meter Höhe Bonbons regnen. Wie man hier sieht, ist es also auch wirklich tatsächlich ein Original-Nachbau, ein Original-Steifdrachen. Steht auch drauf, Roloplan, ist die Nummer 150,2, das heißt also, das ist die Spannweite. Dieser Drachen wurde damals auch gebaut für Militäraktionen. Das ist dann also diese weiße 362. Der wurde verwendet für Luftaufklärung oder auch für Luftabwehr. Das hieß also, dieser Drachen wurde halt dementsprechend in den Himmel geschickt und wurde dementsprechend also auch als Sperrdrachen benutzt, damit also die Flugzeuge dementsprechend schwieriger hatten, also im Prinzip ins Feindesgebiet einzudringen. Echte Drachenfreunde ließen sich von der diesjährigen Windstille nicht entmutigen und feierten ihren Fest mit viel Freude und Begeisterung für ihre mehr oder weniger hochfliegende Spielzeuge.